de setembro, o time da escola se encontrou em Emsland, no norte de Emsland, para fazer os seus jogos. Eles ganharam dois jogos e um eles empataram. Isso, infelizmente, fez com que o nosso time da escola não ganhasse. E o time que ganhou foi o time de Dublin. Wir haben einige Eindrücke vom Barmer Cup für euch bereitgestellt. Zur Schülervertretung statt. Die Schülervertretung ist der Ansprechpartner der Schüler, wenn es um Fragen, Wünsche und Anregungen rund um die Schule geht. Und in diesem Jahr kandidiert ein Team des 10. Jahrgangs. Zu diesem Thema haben wir uns an unserer Schule umgehört. In der Unterstufe ist man sich über die Rolle der SV teilweise nicht ganz im Klaren. Jetzt sind die neuen SV-Wahlen. Was glaubst du, kann die SV hier an der Schule erreichen? Keine Ahnung. Weißt du denn überhaupt, was die SV ist? Nein. Eingeführt? Was kannst du dir noch so vorstellen? Am Gympap, was versprecht ihr euch von der neuen SV? Wisst ihr denn, was die SV ist? Nein. Ja, gut dann. Ja, was denn? Schülervertretung. Jonas von der alten SV zum Interview. Und was macht überhaupt die SV? Ja, die SV setzt sich für die Schülerinteressen ein und kann sich auch zum Beispiel eigene Projekte überlegen. Da wäre zum Beispiel Campus Rock, das war ja vor 4 Jahren die Initiative von einer SV. Und das ist ja mittlerweile sehr groß und auch nicht mehr nur auf die Schule alleine bezogen. Ja, und die setzt sich eben für die Schülerinteressen ein. Wenn Schüler irgendwelche Fragen, Probleme haben, können sie sich an die SV wenden und versuchen, oder die SV sollte dann versuchen, dies zu lösen. Die neue SV tritt ein schweres Erbe an, denn die Arbeit der Alten wird zum Teil durchaus kritisch betrachtet. Was versprichst du dir von der neuen SV? Dass sie öfter irgendwie da im Büro sind oder so. Hast du einen Wunsch an die neue SV? Ja, dass die Sachen, die beschließen, auch mal endlich durchgesetzt werden, weil die in der letzten Zeit so viel darüber gesprochen haben, was sie machen wollen, aber es nie dazu zu irgendetwas gekommen ist. Hast du da so einen konkreten Vorschlag? Ja, also wie im letzten Jahr zum Beispiel das mit dem Geld, das wir noch eben über hatten, dass wir dann eben Fußballtore oder so noch aufbauen. Da hatten wir beim letzten Mal ja auch schon so eine Umfrage und daraus ist dann ja aber leider nichts mehr geworden. Was versprecht ihr euch davon? Dass die SV eventuell als Vermittler zwischen Lehrern und Schülern fungiert und wenn dann irgendwelche, ja, ich weiß jetzt nicht, Versammlungen oder ähnliches sind, dass das einfach mal unter die Leute gebracht wird? Die wollten uns ja eigentlich noch Fußballtore aufstellen, aber das haben die dann nicht gemacht. Wünschst du das von der neuen SV? Ja.
Aber vielleicht kann ja auch das durchaus motivierte neue SV-Team von den Erfahrungen der Vorgänger profitieren. Ja, bald sind hier ja die neuen SV-Wahlen am Gimpap. Du warst jetzt im alten Team. Hast du vielleicht irgendwelche Tipps für die neue SV? Ich würde sagen, dass man auf jeden Fall engagiert sein muss und dass man auch darauf achten sollte, dass man Dinge, die man plant, auch frühzeitig plant, damit man das mit den finanziellen Sachen und alles so hinbekommt und dass man auch ein fähiges SV-Team hat, damit man, damit es nicht nachher so ist wie bei uns, dass ein oder zwei Leute dann aus SV rausgehen und man dann zu zweit oder zu dritt rumsitzt. Ja, du hast das gerade schon angesprochen. Die alte SV hat jetzt nicht so sonderlich viel vorangetrieben und beschlossen. Hast du vielleicht einen Vorschlag, was die neue SV vielleicht auch weiterführen kann von euch? Ich würde sagen, die SV kann sich mit dem Campus Rock Team vielleicht in Verbindung setzen, dass die da nicht so alleine sind. Das haben ja jetzt normale Schüler des Gymnasiums gemacht. Und ich würde auch sagen, die Kinder hatten sich neue Spielgeräte im Innenhof gewünscht. Das hat bei uns jetzt nicht so geklappt. Wir hatten auch Listen rumgehen lassen, was die sich denn so wünschen. Und das hat jetzt bei uns nicht so geklappt, weil wir, die SV muss sich einfach um alles kümmern, wo wir die herbekommen, wer die aufbaut, dass die normgerecht sind. Und da müsste sich die SV dann auch darum kümmern, dass die Sachen nicht zu teuer sind und dann auch die finanziellen Dinge einzutreiben. Okay, danke schön. Wir haben hier Teile vom neuen SV-Team, was vielleicht bald gewählt wird. Und was war für euch der Grund, euch aufstellen zu lassen? Ja, also einerseits wollen wir natürlich was bewegen und nicht wie die momentane SV, von der man nicht so viel mitkriegt. Und ja, natürlich auch wegen Gründen, wie zum Beispiel Campus Rock, da wollten wir vielleicht was mitorganisieren. Hatten wir schon mit Teilen der Oberstufe darüber geredet. Und nächstes Jahr wollten wir dann auf jeden Fall dabei sein. Ja, und natürlich, weil einige Schüler uns auf Probleme angesprochen haben und wir denken, dass wir uns doch darum kümmern könnten und vielleicht mit der jetzigen SV, wenn wir dann gewählt werden, was bewegen könnten. Ne? Jährlich kommen bei Autounfällen auf deutschen Straßen über 600 Kinder ums Leben. Viele davon wären vermeidbar gewesen, wenn die Autofahrer oder die Kinder aufmerksamer gewesen wären. Die Aufmerksamkeit unserer Schüler und Schülerinnen zu schärfen und sich darin zu schulen, die Bremswege von Autos besser einzuschätzen, war das Anliegen eines Sicherheitstrainings des ADAC am Gymnasium Parken. Achtung Auto! Unter diesem Motto stand für unsere Fünftklässler ein Vormittag auf dem Schulhof. 600 Kinder in eurem Alter zwischen 10 und 12 sind im Straßenverkehr tödlich verunglückt. Das war aber nicht immer Schuld der Kinder, sondern auch ganz oft der Erwachsenen, weil sie einfach zu schnell fahren. Sie fahren einfach zu schnell auf den Straßen. Das ist immer ein Riesenproblem. Anhand einer alltäglichen Gefahrensituation wurden die Kinder zur Fragestellung geführt, wie lang eigentlich der Anhalteweg eines Autos ist. Dazu mussten sie zunächst einmal selber sprinten und dann ab einer Markierung eine Vollbremsung machen. Die Schüler haben ihre Bremswege markiert. In einem zweiten Durchgang kam zum Bremsweg der Schüler noch die Reaktionszeit hinzu, denn nun durften sie erst bremsen, nachdem sie das Schwenken einer Fahne gesehen haben. Im Gespräch wurde dann erarbeitet, dass sich der Bremsweg und die Reaktionszeit zum tatsächlichen Anhalteweg eines Fahrzeugs addieren. Aber können die Schüler auch den Anhalteweg eines Autos einschätzen? Sie wurden gebeten, ihre Hütchen so aufzustellen, dass sie beim Bremsen mit Tempo 50 gerade nicht vom Auto erfasst werden. An den Hütchen vor dem Auto ist deutlich zu erkennen, dass die Schüler sich hier ganz schön verschätzt haben. Am Ende durften die Schüler eine Vollbremsung im Auto selbst erleben, damit sie nun wirklich einschätzen können, wie lange ein Auto braucht, um zum Stillstand zu kommen. So können sie in Zukunft Gefahren im Straßenverkehr besser erkennen. Ende September spielten wir die fünften Klassen um den Starter Cup. Dabei ging es für die Fußballer um den begehrten Wanderpokal. Eine Einladung zur DFB AG, aber auch um sehr viel Spaß, wie man in den folgenden Bildern sehen kann.
erhoffe mir, dass die SV bla 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 bla. In der kleinen Finalrunde erreichten unsere Jungs dann den Wir haben hier Jonas von der alten SV und möchten jetzt von ihm wissen, was er so in den letzten Monaten war da mit der Scheiße. Mit der Jedes Jahr sterben in Deutschland 600 Kinder an Autounfällen und das ist nicht so gut. Jetzt filmst du wieder. Nein. Ich film gar nicht.